Hallo und herzlich willkommen hier zum Path of Exile Anfängertipp Nummer 1. In diesem Anfängertipp wollen wir uns einmal das Decoy-Totem mal ein bisschen genauer anschauen. Das Decoy-Totem ist ein rotes Gem und das kann euch das eine oder andere Mal wirklich den Arsch retten. Und deswegen hier auch mein Anfängertipp Nummer 1. Setzt das ruhig, wenn ihr als Anfänger, da ist es sowieso ein bisschen schwierig, man kennt sich mit den Skills noch nicht aus, man weiß noch nicht, welche Rüstung, wie, wo, was, wie man die Gems wunderbar kombinieren kann. Und da ist das sowieso dann ein bisschen schwieriger. Und ich kann euch sagen, das Decoy-Totem, das kann euch da wirklich hilfreich sein. Wie gesagt, das Decoy-Totem ist eine rote Gem. Die bekommt ihr bei Nessa. Und zwar, wenn ihr die Quest Break Some Eggs, meine ich, heißt die. Wenn ihr die erledigt habt, dann könnt ihr bei Nessa das Gem kaufen. Ihr bekommt sie auch als Quest Reward. Ja, die Gem macht im Prinzip Folgendes. Sie beschwört ein Totem und dieses Totem lenkt alle eure Gegner ab. Naja, alle nicht. Also zumindest einen großen Teil. Das kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen drauf an, welche Horden das sind. Aber gerade am Anfang reicht das in der Regel für alle. Die greifen dann nicht mehr euch an, sondern greifen das Totem an. Das ist natürlich ein immenser Vorteil, gerade dann, wenn man dazu neigt, doch immensen Schaden hinzunehmen. Dann ist doch besser, das Totem steckt den Schaden ein, als ihr selbst. Ihr habt dann in aller Ruhe die Zeit, die Gegner nach und nach platt zu machen und das ist der große Vorteil. Ja, in der Regel, wenn ihr dieses Totem beschwört, das hält etwa 8 Sekunden an und hat eine gewisse, ja, ich sag mal, hat selbst ein bisschen Lebensenergie. Das heißt, wenn es einen gewissen Schaden eingesteckt hat, dann ist es eben dann in dem Moment auch weg. Je höher das Ganze oder die Gem im Level steigt, umso mehr Leben hat sie. Das heißt, umso länger hält sie den Angriffen der Feinde in dem Moment dann auch statt. Das heißt, ihr müsst sie ein bisschen pushen. Ihr könnt das hier in dem folgenden, ich habe euch das hier einfach mal ein bisschen vorbereitet. Ich zeige euch das mal. Ihr könnt das hier schon sehen. Ich habe jetzt das Totem beschwört und die Gegner, die sind so, haben so rote Kreise. Die werden jetzt von diesem Totem beeinflusst, greifen das Totem an und ihr seht, das zieht auch tatsächlich auf den Bossgegner. Selbst der greift in dieser Situation das Totem an. Und ich habe meinem Duellisten alle Zeit der Welt und kann mich dann um die Gegner kümmern, ohne dass sie mich irgendwie großartig attackieren, angreifen, dass ich Schaden nehme. Ja, das ist der große Vorteil. Also, wenn ihr einen Helden spielt, wenn ihr Schwierigkeiten habt, wenn ihr ständig auf die Mütze kriegt, ich kann euch nur einen Tipp geben, probiert mal euer Glück mit dieser Gem, Decoy Totem. Das ist wirklich Freund und Helfer in der Not. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat, wenn euch der Tipp geholfen hat. Wenn ihr weitere Ideen und Vorschläge für weitere Tipps habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.